Guten Morgen zusammen. Heute sind wir vom Elchinger Angelcenter aus an einem Wildbach und probieren mal ein paar Bachforellen zu fangen mit verschiedenen Ködern. Unser Spezialist, der Markus, der sitzt neben mir und der wird euch jetzt ein bisschen was erzählen, wie man sowas macht und welche Köder man verwendet. Und bei der Jahreszeit, wir haben jetzt gerade März, ist es nicht ganz so einfach. Da wird er euch ein paar Tipps geben. Ja, hallo. Wir werden heute mit Warblern von Salmo, mit kleinen Gummiködern versuchen, vereinzelte Bachforellen hier aus den unterspülten Baumstümpfen am Ufer oder auch aus Gumpen vor irgendwelchen Stromschnallen zu fangen. Verwenden werde ich eine Salmo-Rute, 5 bis 20 Gramm, die Hornet, mega feinfühliges Gerät. Und ich werde versuchen, den Hornet, die Müllkoppe oder den Minnow als L-Ritzen-Design werden wir versuchen, damit Forellen zu fangen. Hast du noch ein paar Tipps, wie du die führst, den Köder? Wir haben hier viel Strömung. Die Köder sind alle schwimmend. Ich werde die versuchen, so nah wie möglich an die Baumstümpfe anzuwerfen und dann noch etwas abtreiben zu lassen und sie dann möglichst nah an diesen unterspülten Hindernissen vorbei führen. Okay. Zu den Ködern. Oben die Mühlkoppe in einem Hot-Design, weil ich hatte Angst, dass durch die letzten Wochen die vielen Regenfälle, dass wir etwas grellere Farben angeln müssen. Da es aber recht klar ist, werden wir wahrscheinlich die Hornet angeln in diesem Silberdekor. Und die unteren beiden Gummifische, den Pro Crab in 7 cm und den Slick Stick in 7 cm in 5 und 7 Gramm, werde ich benutzen, um die tieferen Gumpen auszuangeln. Die Wobbler werde ich nah an den unterspülten Baumstümpfen vorbeileiern. Verloren. Leute, schaut her, die erste Forelle, wunderschöner Naturfisch, schlank, große Köpfe, Wildfische, total schön, tolle Farben. Das sind andere Fische wie die aus den Zuchten hier in diesen wilden Becken. Junge, ich muss das arschkalt nehmen, leck mich am Arsch. Wunderschöner Fisch,